Mein größter Traum geht in Erfüllung. Ich wollte schon immer mal ein Interview mit Nora Reiche machen. Heute hat sie auch noch ein Tor geschossen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und herzlichen Glückwunsch zum Tor. Es war ein ganz wichtiger Treffer. Wie wichtig war er denn für dich? Ehrlich gesagt ist mir am Ende egal, wer die Tore schießt. Hauptsache, wir haben gewonnen. Es waren 23-22, ein relativ knapper Ausgang. Der HCL hat ja mal mit 5 Toren Vorsprung geführt. Wie hast du denn das auf der Bank wahrgenommen, dass der große Vorsprung und der sicher geglaubte Sieg plötzlich immer kleiner, immer mehr zusammengeschmolzen ist? Also erstmal bin ich ganz stolz auf die Mannschaft, dass wir 40 Minuten wirklich sehr konstant, sehr guten Handball gezeigt haben und vor allem als Mannschaft auf dem Parkett standen. Dann hat Herbert Müller, der Trainer vom THC, die Taktik umgestellt und jemanden von uns Mann genommen und das hat uns so ein bisschen den Spielfluss geraubt. Dann kam man ins Hintertreffen, aber als Mannschaft haben wir dann wieder gekämpft und haben zum Glück noch mit einem gewonnen. Du hast ja 2 Jahre lang beim THC gespielt. Du weißt also, wie diese Mannschaft tickt, die heute gegen euch gespielt hat. War das heute ein Vorteil auch für dich, im richtigen entscheidenden Moment das Tor zu werfen? Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Also das war eher Glückssache? Vielleicht, ja. Genau. Jetzt geht es am Wochenende gegen Buxtehude. Wie viel Schwung könnt ihr mitnehmen in das Spiel? Also ich hoffe, dass wir jetzt mit viel Selbstbewusstsein ins Spiel gehen, weil wie gesagt, gegen THC so zu fighten und zu kämpfen und dann noch 2 Punkte mitzunehmen, wir müssen weiter so konstant spielen und wirklich als Mannschaft auftreten und dann können wir guten Mutes nach Buxtehude fahren. Dann herzlichen Glückwunsch nochmal und toi 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 für die nächsten Spiele. Danke.